Prinz Joachim, pfeifen seine Kinder Königin Margrethes Titelentzug? Eigentlich dürfen die Kinder von Prinz Joachim, 53, ihren Prinzen- und Prinzessinnen-Titel seit 2023 nicht mehr tragen. Mitte Januar kam heraus, Ex-Prinz Nikolai, 23, und sein Bruder Graf Felix, 20, verwenden ihn trotz Königin Margrethes, 82, einschneidendem Entschluss weiterhin, blieben im zentralen Personenregister Dänemarks unangetastet. Die Pressesprecherin ihrer Mutter Alexandra von Frederiksborg, 58, klärte anschließend über die Gründe auf. Doch jetzt, anderthalb Monate später, wurde das Personenregister laut der Zeitung Seeokhör immer noch nicht aktualisiert, ebenso die Gesundheitskarten. Auch als Nikolai Anfang Februar seinen ersten offiziellen Instagram-Account einrichtete, verwendete er nicht seinen neuen Grafentitel. Der plötzliche Titelentzug Ende September 2022 schmerzt Prinz Joachims Kinder immer noch sehr. Nikolai und Felix wachten am 1. Januar 2023 als Grafen von Monpezat auf. Ein Umstand, auf den der 23-Jährige lieber verzichtet hätte, erklärte die Presseberaterin seiner Mutter Alexandra von Frederiksborg im Januar gegenüber Bildbladet. Kommunikationsprobleme innerhalb der Königsfamilie wurden laut, Joachim sei nach eigenen Angaben erst 5 Tage vorher vom Vorhaben seiner Mutter informiert worden. Im Januar 2023 wurde eine weitere Ungereimtheit publik, auch nach dem Jahreswechsel blieben die Prinzen- und Prinzessinnen-Titel unangetastet. Denn ein Blick in das CPR-Register, das zentrale Personenregister Dänemarks, zeigte, dass Felix, Nikolai, Graf Henrik, 13, und Athena, 13, immer noch mit ihren Titeln eingetragen seien. Das hatte eine Recherche von BT ergeben. Eine Anfrage der dänischen Zeitung beim zuständigen Ministerium ergab außerdem, dass für die Änderung jeder Erwachsene selbst verantwortlich sei, beziehungsweise bei Minderjährigen ihre Eltern. Eine Frist dafür würde es nicht geben. Helle von Wildenrath-Löfgren, Pressesprecherin von Nikolais und Felix Mutter Gräfin Alexandra, räumte anschließend mit den Spekulationen auf und erklärte gegenüber BT, es sind ein paar Reisen gebucht, bei denen die jungen Männer ihren Namen und Titel tragen. Nach diesen Reisen werden die Namen geändert. Der Hof wollte sich bis dato nicht zu der Angelegenheit äußern, gab lediglich an, dies als Privatsache behandeln zu wollen. Es steckte also zunächst eine praktische Überlegung dahinter, dass das Register noch nicht auf den aktuellen Stand gebracht worden war. Doch auch jetzt, 6 Wochen später, ist keine Anpassung im CPR-Register zu vernehmen. Wie eine weitere Recherche, diesmal von Seeokhör, am 8. März ergeben hat. Nikolai, Felix, Henrik und Athena seien dort weiterhin nicht als Grafen und Countesse auf Monpezat aufgeführt. Zudem hätten die drei Jungs nun 2 Monate nach dem Stichtag den Nachnamen Thiel Danmark, also zu Dänemark, angenommen. Nur bei Athena sei mittlerweile Monpezat Teil des Namens. Auch auf ihren Gesundheitskarten für das Jahr 2023 bleiben Joachims 4 Kinder weiterhin Hoheitenstadt. Wie es jetzt korrekt wäre, Exzellenzen. Für seinen ersten offiziellen Instagram-Account wählte Nikolai das Handel Nikolai Tilt Anmark und nicht Nikolai auf Monpezat oder sogar Greve Nikolai auf Monpezat. Lediglich sein Username lautet richtigerweise Count Nikolai auf Monpezat. Nachdem Nikolai und Felix um den Jahreswechsel und im Februar Reisen unternommen hatten und nun wieder auf dänischem Boden weilen, wurden laut BT zumindest ihre Titel im Handelsregister ordnungsgemäß eingetragen. Die Änderungen bei weiteren Einträgen dänischer Behörden werden möglicherweise ebenfalls vorgenommen. Lediglich Nikolais falsches Instagram-Handel bleibt, ein neckischer Seitenhieb gegen seine Großmutter Margrethe, verwendete Quellen, Dana Press, BTDK, Bildbladet DK, Seeokhør DK.